Schönen Nachmittag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei einem kurzen Pressestatement des Herrn Bundeskanzlers anlässlich des Telefonats mit dem Präsidenten der Russischen Föderation heute. Bitte, Herr Bundeskanzler. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Lage in der Ukraine, gerade im Osten derzeit, ist ja besonders dramatisch. Es gibt dort schwere Verluste auf beiden Seiten, aber jetzt in besonderem Ausmaß gerade auch auf der ukrainischen Seite und damit verbunden überall, wo der Krieg einen Schwerpunkt bildet, heißt das auch immer eine katastrophale Ausgangslage für die humanitäre Situation vor Ort. Österreich versteht sich als Land mit einer aktiven Neutralitätspolitik. Das heißt, dass wir mit allen, die sich im Konflikt befinden, reden und gleichzeitig aber auch eine klare Meinung haben, wenn es darum geht, den Aggressor zu benennen. Um hier auch eine Kontinuität in dieser aktiven Neutralitätspolitik sicherzustellen, gab es jetzt in der letzten Zeit, in dieser Woche, eine Gesprächsabfolge mit wichtigen Playern, die in und an diesem Konflikt beteiligt sind. Zunächst einmal als allererstes mit dem Präsidenten der Ukraine und mit dem Premierminister der Ukraine. Ziel war es hier, erstens über die Hilfsmaßnahmen mit dem ukrainischen Präsidenten zu sprechen und darüber hinaus auch über noch notwendige weitere. Darüber hinaus hat ein Gespräch stattgefunden mit dem Präsidenten des Internationalen Roten Kreuzes, Maurer, der mit seiner Organisation unglaublich viel und Wichtiges in der Frage der Linderung des Leides für die Menschen leistet, um auch hier abgestimmt zu sein. Darüber hinaus gab es ein Gespräch mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen infolge seines Besuches in Wien und auch in Vorbereitung auf das Gespräch mit dem russischen Präsidenten. Darüber hinaus gab es und gibt es ja eine große Friedensinitiative von Seiten der Türkei. Hier ist Präsident Erdogan mit den Istanbuler Friedensgesprächen eine wichtige Ansprechperson, wenn es darum geht, über Möglichkeiten und auch Möglichkeiten darüber zu sprechen, diesen Prozess überhaupt wieder in Gang zu setzen, der jetzt in Stocken geraten ist. Und dann final jetzt, bevor ich zu Ihnen gekommen bin, mit dem Präsidenten der Russischen Föderation, um hier klar unsere Standpunkte erstens einmal nochmal zu dokumentieren und auch kleine Schritte wieder in Richtung Friedensprozess zumindest begleiten oder unterstützen zu können. Zunächst zu den Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky und dem Premierminister Schmierl. Österreich leistet nach wie vor humanitäre Hilfe direkt in der Ukraine. Darüber hinaus gibt es das Angebot von Seiten Österreichs, auch in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Roten Kreuz, bei der Frage der Übernahme von 100 Schwerverletzten, in besonderem Maße Frauen und Kinder, die durch Geschosse, Geschossteile schwer verletzt und verwundet worden sind. Das sind meistens dann Patientinnen und Patienten, deren Gliedmaßen amputiert werden mussten, aber noch auch in der Folge daraufhin eben Nachoperationen stattfinden, weil es viele Schrapnellteile oft in den Körpern gibt, die gefährlich werden können, beziehungsweise hier vor allem auch die Nachsorge dann mit geeigneten Prothesen und die dazugehörige Rehabilitation. Das nächste große Thema, wo Österreich eine Unterstützung leistet, ist die Frage der grünen Korridore. Sie wissen, es liegen unglaubliche Tonnen an Saatgut, sei es Weizen, sei es Mais, sei es Ölsaaten, noch in der Ukraine, die direkt exportiert werden müssen, um die Welt zu ernähren. Hier gibt es eine Kombination aus verschiedenen Hilfsmaßnahmen von Seiten der UNO, der Europäischen Union, und hier leistet Österreich einen wertvollen Beitrag in der Frage der Logistik und der Möglichkeit der Außerlandesbringung. Österreich ist immer klar positioniert in diesem Konflikt. Wir stehen an der Seite der Ukraine. Wir benennen denjenigen, der dafür verantwortlich ist, dass derzeit Krieg herrscht. Das ist die Russische Föderation, das ist die russische Armee. Und gleichzeitig ist es uns wichtig, durch die verschiedenen Formen der Gespräche hier auch für die Frage eines möglichen Friedens- oder Waffenstillstandes, aber vor allem jetzt für humanitäre Hilfe und das dringende Thema der Außerlandesbringung von dem so auf der Welt dringend benötigten Weizen, dem Mais und auch den Ölsaaten helfen zu können.
Beim Gespräch mit dem Präsidenten des Internationalen Roten Kreuzes Maurer war das Thema einerseits die Hilfe vor Ort. Das Rote Kreuz, das Internationale Rote Kreuz, ist mit medizinischen Teams auf beiden Seiten tätig. Das heißt, erfüllt hier seine Neutralität und leistet hier ein großes Danke an die Ärztinnen, Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, die hier vor allem in den betroffenen Kriegsregionen, gerade jetzt in der Ostukraine, vieles und Wichtiges leisten. Darüber hinaus habe ich mit dem Präsidenten über das Thema Gefangenenaustausch gesprochen und das Thema Zugang zu den Kriegsgefangenen sowohl auf der Seite der Ukraine als auch auf der Seite der Russischen Föderation. Hier ist es vor allem wichtig, dass beide Teile des Krieges, sowohl die Ukraine als auch die Russische Föderation, hier den Zugang dem Internationalen Roten Kreuz gewähren. Beim UN-Generalsekretär war einer der Hauptpunkte ebenso die Frage, wie man den Export der notwendigen Weizen- und Ölsaaten tatsächlich bewerkstelligen kann, grüne Korridore auch ermöglicht, nicht nur über den Landweg, der sehr mühsam ist und in der Lage ist, nicht diese Mengen tatsächlich aus der Ukraine herauszubringen, sondern trotzdem auch Möglichkeiten findet, das Schwarze Meer und das Asowsche Meer zu nutzen. Hier hat die UNO jetzt eine neue Mission gestartet und wir unterstützen hier den UN-Generalsekretär vollumfänglich. Ziel ist es, dass es zu einer Art Agreement kommt zwischen der Ukraine und der Russischen Föderation, dass Exporte sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite möglich sind, wenn es um Düngemittel bzw. Saaten geht. Darüber hinaus, auch hier von der UNO begleitet, das Thema Gefangenenaustausch von mir thematisiert und auch hier eine wichtige Frage, die zusätzlich geklärt und besprochen werden muss bei jedem Kontakt mit den Kriegsparteien. Bei Präsident Erdogan, klar, das liegt auf der Hand, war es die Frage der Friedensgespräche, wie die weitergehen können, wo jetzt das Stocken gerade dazu führt, dass es großes Misstrauen gibt zwischen den Verhandlungspartnern, um hier auch seine Einschätzung abzufragen, wann denn diese tatsächlich wieder in Bewegung kommen könnten. Er selbst wird in den nächsten Tagen ebenso mit Präsident Zelensky von der Ukraine und auch mit Präsident Putin von der Russischen Föderation Gespräche aufnehmen. Bei Putin selbst jetzt war das Thema die Fortsetzung dessen, was wir vor 1,5 Monaten schon in Moskau begonnen haben. Einerseits die klare Konfrontation des russischen Präsidenten mit dem Wahnsinn des Krieges und dem Leid der Menschen in der Ukraine. Darüber hinaus aber eben auch die Frage, wie und was an Möglichkeiten überhaupt da ist in diesem fatalen Kriegsgeschehen, dass es humanitäre Lösungen für die Menschen vor Ort geben kann. Zum einen hat Präsident Putin Signale gegeben, dass er durchaus bereit ist, Exporte über die Seehäfen zuzulassen. Die wirkliche Bereitschaft zeigt sich erst dann, wenn das wirklich funktioniert und tatsächlich auch umgesetzt wird. Auch hier ist von mir der UN-Generalsekretär ins Spiel gebracht worden, der hier als Mittler und auch gleichzeitig als Auskunftsperson dann glaubwürdig agieren kann, ob tatsächlich diese Exporte durch sichere Korridore auch wirklich stattfinden können. Hier geht es um viel. Denken Sie daran, dass einige Seehäfen auch zur Verteidigung vermint worden sind. Dass daher auch die Frage ist, was passiert, wenn diese Minen tatsächlich geräumt werden, um Schiffe anlanden zu lassen, gleichzeitig aber nicht die russische Kriegsmarine diese Situation ausnutzt, um dann eine militärische Aktion durchzuführen. Von der russischen Seite aus ist zumindest bekundet worden, das nicht zu tun, aber Sie alle wissen, im Krieg ist leider viel zu viel möglich. Das heißt, auch das beweist sich erst, wenn es tatsächlich gehalten wird und vor allem auch international begleitet werden kann. Darüber hinaus war auch beim russischen Präsidenten das Thema Gefangenenaustausch, der ja in Stocken geraten ist. Es gibt derzeit keinen. Es gab aber auch da die Zusicherung des russischen Präsidenten, dass er bereit ist, das Thema wieder stärker mit der Ukraine zu verhandeln und dass es hier Fortschritte geben soll. Drittens, und das ist aus meiner Sicht ein sehr wesentlicher Punkt, der russische Präsident hat zugesichert, dass es Zugang geben muss und soll auch dem Internationalen Roten Kreuz zu den Kriegsgefangenen. Er verlangt natürlich auf der Gegenseite auch diesen Zugang zu russischen Kriegsgefangenen in der Ukraine. Da kann ich aber bestätigen, dass auch von der ukrainischen Seite schon vor 1,5 Monaten der freie Zugang des Internationalen Roten Kreuzes bestätigt worden ist.
Das Gespräch war, wie auch das letzte, sehr intensiv, sehr ernst. Und es ist wieder ein Schritt mehr und aus meiner Sicht wichtig, den russischen Präsidenten hier nicht aus der Pflicht zu lassen, sich mit den Folgen des Krieges nicht nur für die Menschen in der Ukraine, sondern auch gegenüber der Russischen Föderation, der Menschen in der Russischen Föderation, aber vor allem auch auf der Welt zu konfrontieren. Die Frage der Ernährungssicherheit Nordafrika betreffend, Pakistan oder Indiens, sind Fragen, die schon weit über das Maß hinausgehen, das nur mehr darauf zurückzuführen ist, dass man von einem Krieg alleine zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine spricht und hier auch den russischen Aggressor klar benennt, sondern es geht vor allem jetzt auch darum, dass aus diesem Krieg heraus dramatische Folgekrisen entstehen können, die den Frieden und die Sicherheit auf der Welt massiv destabilisieren können. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Wir haben Zeit für ein paar Fragen. Herr Westhoff, bitte. Herr Bundeskanzler, das letzte Mal haben Sie dann festgestellt, dass Putin in einer Art Kriegslogik gefangen scheint und fast ein bisschen wie im Wahn hat das so gewirkt, Ihre Schilderung. Hat sich das jetzt gebessert? Sind das Zeichen der Entspannung schon gewissermaßen? War auch die Gasversorgung, Gaslieferungen ein Thema bei diesem Gespräch? Und wenn Sie noch erlauben, eine Frage an Sie als Parteichef, es mag banal wirken angesichts der Schilderungen, aber in Österreich sorgt die Causa Seniorenbund für Aufregung. Sind diese Corona-Hilfsgelder aus Ihrer Sicht zurecht bezogen worden? Also ich fange mit dem tatsächlich Dramatischen an und komme dann zur Innenpolitik. Es ist so, dass wenn man mit Präsident Putin spricht, ganz klar ist, dass er sein total eigenes Narrativ geprägt hat. Woran lässt sich das messen? Wenn man über den Krieg spricht und die Folgen und die Sanktionen, dann neigt Präsident Putin auch dazu, das aufzurechnen und sagt, also wir seien ja selbst schuld als Europäer, dass wir durch die Sanktionen jetzt diese Situation am Energiemarkt, auch bei der Versorgungssicherheit der Welt, selbst durch diese Sanktionen provozieren. Ich habe ihn darauf hingewiesen, dass es keine Sanktionen gäbe, wenn es den Krieg nicht gäbe. Und dann beginnt seine Kriegslogik der Rechtfertigung für den Krieg, die natürlich dem Geschehen an sich und der Dramatik eines Krieges dann nicht standhalten kann. Auch darauf habe ich hingewiesen. Seine Punkte, wo er dann anführt, dass der Minsker Prozess nicht wirklich eingehalten worden ist, dass hier das Vertrauen der Russischen Föderation missbraucht worden sei vom Westen, auch da gab es von mir den Hinweis, dass all diese Punkte international diskutiert werden müssen, aber es gibt niemals dann dafür eine Rechtfertigung, den Krieg zu beginnen und so viel Leid über die Ukraine zu bringen. Aber es ist trotzdem seine eigene Kriegslogik und sein Narrativ, das ihn da dann auch in der Rechtfertigung bewegt. Zur Frage, die Sie mir zum Zweiten gestellt haben, das wird vom Vizekanzler jetzt aus auch geprüft. Es gab hier rechtliche Vorgaben, die einzuhalten sind. Aus meiner Sicht ist hier die Prüfung abzuwarten. Danke. Bitte. Danke, Herr Bundeskanzler. Thomas Schmidt, APA. Sie haben gesagt, es hat Ihnen Präsident Putin signalisiert, dass er über Gefangenenaustausch bereit wäre, wieder mit der Ukraine zu verhandeln. Ist es schon ein Anzeichen dafür, dass es vielleicht in Richtung Istanbuler Prozess wieder gehen könnte? Und hat es von seiner Seite in dem Gespräch, das Sie jetzt geführt haben, auch, hat er das auch wieder daran geknüpft, diese Exporte daran zu knüpfen, dass der Westen seine Waffenlieferungen oder bestimmte Waffenlieferungen einstellt? Er hat das Thema Unterstützung selbst für den Krieg natürlich thematisiert, dass wir also auch dafür verantwortlich seien, dass dieser dann sich dadurch verlängert. Wie gesagt, das ist seine Kriegsrhetorik, seine Kriegslogik. Das Thema, ob er tatsächlich dann bereit ist zu verhandeln, das ist eine komplexe Frage. Ich glaube, da kann man nur die jeweiligen an den Taten messen. Wichtig ist, dass bei so entscheidenden Detailfragen, gerade wenn es um die Ernährungsversorgungssicherheit für die Welt geht, jetzt Fortschritte gibt, dass Zusagen doch tatsächlich eingehalten werden und nicht nur jetzt in Telefongesprächen gemacht werden. All das wird sich jetzt eben in den nächsten Tagen weisen, ob es dann tatsächlich auch hier ein Zeichen gibt, eine Art der Kooperationsbereitschaft. Nochmals, ich finde, und damit muss man den russischen Präsidenten konfrontieren, die Folgen des Konflikts in der Ukraine und die Frage der Ernährungsversorgungssicherheit eben von Nordafrika, Pakistan und anderen großen Staaten dieser Welt geht weit über diesen Konflikt hinaus und trägt eben dann tatsächlich zur Destabilisierung des Weltfriedens bei.
Und das ist eine sehr ernste Frage und die muss man auch immer wieder ihm stellen, wie er hier gedenkt, weiter vorzugehen. Gleiches Horn stößt der UN-Generalsekretär. Ich halte das für wichtig. Ich halte hier, wie gesagt, die UNO für immens wichtig bei diesem Prozess, sie auch zu unterstützen. Wir als neutrales Land innerhalb der Europäischen Union können hier, glaube ich, auch immer wieder Versuche unternehmen, den Weg des UN-Generalsekretärs hier tatkräftig zu unterstützen. Zur Frage noch, Herr Westhoff, weil die haben Sie nicht beantwortet bekommen von mir, Frage des Gases, ist auch hier wieder von ihm angesprochen worden, dass alle Lieferungen vollumfänglich eingehalten werden. Ich habe ihn darauf hingewiesen, dass wenn Gazprom den Speicher in Haidach nicht verwendet, dann wird Gazprom den Speicher verlieren und es wird anderen Energieversorgung zur Verfügung gestellt, um hier einzuspeichern. Das ist ein technisches Detail. Herr Kollege direkt daneben, bitte schön. Löwenstein, FAZ, vielen Dank. Sie erwähnten den wichtigen Beitrag, den Österreich bei der Logistik für den Export von Getreide und so weiter leistet. Was ist das eigentlich? Und atmosphärisch, findet sowas als akustisches Telefonat statt oder ist das ein Videocall? Also atmosphärisch zuerst, das ist ein akustisches Telefonat, wo die Dolmetscherinnen auf der jeweiligen anderen Seite sitzen. Es kann vorkommen, dass der russische Präsident die Dolmetschung von unserer Seite auf Russisch gar nicht zulässt, sondern gleich antwortet, weil er das ohnehin ja verstanden hat. Zur Frage der Expertise. Wir haben eine hohe Kompetenz in der Frage landwirtschaftliche Nahrungsmittel, Transport dieser in den Landwirtschaftskammern in Österreich. Die Raiffeisenware Austria ist hier ja aktiv, sowohl in der Ukraine als auch in der Russischen Föderation, aber besonders in der Ukraine jetzt und bietet sich hier an als Logistikpartner. Tausende Tonnen sind auch schon außer Landes gebracht worden, nur wir reden hier von Millionen Tonnen, die außer Landes gebracht werden müssen. Das heißt, es gibt ja hier mehrere Initiativen. Es gibt die Initiative der Europäischen Union, jetzt der Vereinten Nationen, weil es wird ohne Seehäfen nicht gehen. Das alles wird jetzt versucht über den Landweg. Das ist ein extrem mühsamer Prozess. Sie müssen daran denken, es gibt unterschiedliche Spurweiten zwischen den ukrainischen Verkehrsbetrieben, sozusagen von der Eisenbahn zur europäischen. Das heißt, es bedeutet jeweils eine Umladung der Systeme. Daher braucht es beides aus meiner Sicht. Es gibt auch von der ukrainischen Seite, ich habe mit dem Premierminister darüber gesprochen, höchstes Interesse auch das Schienensystem nachhaltig umzustellen auf das europäische. Das sind alles wichtige Investitionsprojekte, die wir jetzt auch von der Europäischen Unionsseite angehen müssen, weil das natürlich Zukunftsfragen löst und auch mehr Unabhängigkeit dann schafft. Das wäre dann schon eine Alternative, wenn ich es denn tatsächlich so weit brächte. Aber das sind jetzt eben viele Fragen, die geklärt werden müssen und Österreich leistet hier mit den Expertinnen und Experten der Landwirtschaftskammern, aber auch Firmen vor Ort eben jetzt eine wertvolle Unterstützung und zeigt auch schon Erfolge. Herr Kollege, hier bitte. Isaac Kramer, Puls 24. Ich hätte zwei Fragen zum Gespräch. War dieses Gespräch vorher mit den EU-Partnern abgesprochen? Meine zweite Frage ist, was will oder was fordert Putin? Wir haben jetzt sehr viel gehört von der österreichischen Seite, Gefangenenaustausch, Lebensmittel. Aber was will Putin? Hat er zum Beispiel die Aufhebung der Sanktionen gefragt? Und sind weitere Gespräche geplant, vielleicht noch eine Reise nach Moskau? Also zum Letzteren, es wird auf jeden Fall weitere Gespräche geben. Es gibt ja sozusagen in den Bedingungen, wie man jeweils die einzelnen Maßnahmen setzt, Unterschiede in der Qualität. Bei der Reise nach Moskau, aber auch in die Ukraine, war die Absprache notwendig. Olaf Scholz, Präsident Macron, der Präsident bzw. der Premierminister von Luxemburg ruft mich auch nicht an und sagt, ich telefoniere jetzt mit Präsident Putin. Ist auch nicht notwendig, weil wir alle die gleiche Position vertreten. Das Entscheidende ist, dass man dann das Wissen nachher aus diesen Gesprächen heraus teilt. Mir war wichtig, dass ich mit dem UN-Generalsekretär abgestimmt bin. Österreich ist auch ein UN-Stützpunkt. Das war sichtbar und spürbar, die Verbundenheit zwischen Österreich und den Vereinten Nationen, vor allem beim Besuch des UN-Generalsekretärs. Und ich glaube, dass es hier wichtig ist, in dieser Form der Kooperation eine enge Zusammenarbeit zu pflegen und dann natürlich die EU-Partner wie die Präsidentin der Kommission, wie Charles Michel, zu informieren. Sonst ist es üblich, normal im gesamten Austausch, ich habe vor wenigen Tagen auch mit dem Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Olaf Scholz, auch gesprochen über seine Mission, seine Telefonate, die er führt, aber davor informiert auch mich der Bundeskanzler der Republik Deutschland nicht darüber, dass er Putin anrufen wird. Es ist aber aus meiner Sicht eben auch eine zu vernachlässigende Frage, warum? Weil wir ja alle gleiche Positionen vertreten.
Relevant wird die Frage des Abgleichs erst, wenn die EU tatsächlich eine neue Position gegenüber der Russischen Föderation vertritt. Dann wäre ein anderer Diskussionsbedarf notwendig. Also, naja, bei Putin ist es eigentlich ganz einfach. Er, von seiner Logik aus ist, muss er das jetzt tun, was zu tun ist? Und wenn er seine Ziele erreicht, dann kann man auch sozusagen von seiner Seite aus auch natürlich die Sanktionen beenden. So einfach wird es nicht gehen. Das Wichtigste ist, was die Ukraine will. Das muss man ganz klar sagen. Die Ukraine ist das Opfer. Und es verbietet sich von unserer Seite aus, hier mit Präsident Putin über die Zukunft der Ukraine zu sprechen, ohne dass hier die Ukraine nicht ganz klar den Lead inhaltlich hat, was sie für ihre Zukunft für richtig und wichtig erachtet, was sie auch tatsächlich einfordert. Die ukrainische Position hat sich natürlich jetzt auch ganz klar noch einmal stärker verfestigt im Sinne dessen, dass die Ukraine erst Verhandlungen führen will, wenn die russische Armee sich zurückzieht, wenn sozusagen die Bedingungen vor dem 24.02. wiederhergestellt werden. Präsident Zelensky war hier sehr klar und auch nicht bereit, nur im Ansatz hier über eine Abweichung von dieser Position nachzudenken, auch im Gespräch nicht. Und für Putin ist es dann sozusagen jetzt das Schaffen von Fakten, mit denen er dann nachher, davon gehe ich aus, auch in die Verhandlungsrunden wird einsteigen. Nächste Frage, Frau Kollegin Dort. Eine konkrete, Karl Weitz, die Deutsche Zeitung. Eine konkrete und eine etwas allgemeinere. Sie hatten zu Recht eben auf die Notwendigkeit der Häfen hingewiesen für den Transport, weil über Konstanza und auf dem Landweg das sehr schwierig ist. Aber ein ganz konkretes Problem ist zurzeit, dass die Lastwagen an der ukrainisch-slowakischen, ungarischen etc. Grenze 9, 10, 11 Tage stehen. Kann da zum Beispiel Österreich innerhalb der EU nicht darauf hinwirken, dass diese Zollformalitäten ganz banal beschleunigt werden? Das ist eine ganz simple Lösung für ein augenfälliges Problem. Das ist ein total wichtiger Punkt. Da geht es auch um diese Lebensmittelkontrolle an sich. Österreichische Position ist klar, diese so leicht als möglich zu machen. Also, dass man nur mehr Zielpunkte definiert, wenn der Zielpunkt klar ist, freie Fahrt für die LKWs. Und die zweite allgemeinere Frage, Sie haben ja eine, ich will es mal flapsig sagen, eine Neutralitätsdebatte am Hals. Sie erwähnen immer wieder die aktive Neutralität. Können Sie das nochmal etwas eben näher erläutern, was Sie darunter eigentlich persönlich verstehen? Man kann es jetzt, finde ich, gut festmachen an dem Konflikt, der jetzt gerade besteht. Österreich ist Teil der Europäischen Union, hat seine gesetzlichen Rahmenbedingungen vollumfänglich angepasst, was auch die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik betrifft. Das ist in der Verfassung in der österreichischen auch abgebildet. Kann man nachlesen, das sind die Artikel 23 und dann die Folgebuchstaben F und G, wo ganz klar geregelt ist, wie Österreich sich in der Frage der Solidarität innerhalb der Europäischen Union bewegt. Deshalb sind ja viele Dinge möglich, die früher so im Neutralitätsverständnis nicht möglich gewesen wären. Denken Sie daran, dass wir durch die sogenannte konstruktive Enthaltung es möglich gemacht haben, dass die Europäische Union Waffen und Munition liefert, wir uns finanziell daran beteiligen, allerdings dann innerhalb dieser Unterstützungsleistungen für die Ukraine eben nicht in Waffen und Munition, aber in Schutzwesten, in Kevlarhelmen etc. Das ist aktive Neutralitätspolitik in dem Sinne, dass wir sehr wohl solidarisch sein können im Sinne des Europäischen Unionskontexts. Wenn es aber jetzt einen Konfliktpartner gibt, in dem Fall die Russische Föderation, aber zum Beispiel auch die Ukraine, beide sind nicht Teil des Verteidigungsbündnisses NATO, so wie Österreich auch, so gibt es oft eine andere, noch zusätzliche Verhandlungsposition in der Frage des sozusagen Gesprächs führen können, weil Österreich durchbricht einmal das russische Narrativ der umfänglichen Bedrohung durch einen NATO-Mitgliedstatus. Aber gleichzeitig eben, und deswegen aktive Neutralitätspolitik, ist es uns möglich, europäische Solidarität zu leben, klar zu sagen, dass wir an der Seite der Ukraine sind und diese auch in unseren Rahmen vollumfänglich unterstützen. Das habe ich damit gemeint. Wir machen noch zwei letzte Fragen. Einmal Frau Kollegin hier und einmal dann noch. Mina Floria, TV aktuell. Es ist jetzt schon mehrfach angesprochen worden, dass der Krieg in der Ukraine die weltweite Lebensmittelversorgung massiv gefährdet. Könnten Sie vielleicht noch einmal ausführen, inwieweit Präsident Putin das bewusst ist und hat er hier gesagt, dass er irgendwas unternehmen möchte? Und zum Zweiten noch einmal zum Seniorenbund. Können Sie sich vorstellen, dass es hier zur unrechtmäßigen Bereicherung gekommen ist aus Corona-Hilfsfonds? Also zum einen, das Wichtigste zuerst, die Frage der Ernährungsversorgungssicherheit ist dem russischen Präsidenten vollumfänglich bewusst. Auch in der Frage zum Beispiel des Düngemittelexports. Sowohl die Ukraine als auch die Russische Föderation sind hier wesentliche Player am Weltmarkt.
Und er sagt halt dann, ja, ich mache schon, aber ihr müsst mit den Sanktionen aufhören. Ihr habt mit den Sanktionen begonnen und deswegen können wir nicht exportieren. Wenn ihr nicht die Sanktionen beschlossen hättet, dann wäre jetzt das ganze Thema kein Thema. Das ist das, wovon ich vorher gesprochen habe, eigene Kriegslogik. Das, was ich aber trotzdem glaube, ist, und deswegen ist da aus meiner Sicht die Initiative des UN-Generalsekretärs jetzt so wichtig, dass er auch die Dramatik natürlich erkennt und auch die Russische Föderation ja viele Verbündete auf der Welt auch immer wieder sucht. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass ja ein Großteil der Weltbevölkerung ja gespalten ist in dieser Frage. Die Position der Vereinigten Staaten, die Position der Europäischen Union ist sehr eindeutig, aber denken Sie an die Volksrepublik China, denken Sie an Indien, denken Sie an die Afrikanische Union. Das ist eine erhebliche Anzahl der Weltbevölkerung, die nicht dieser Meinung des Westens sind, die sich oft in der UNO enthalten, wenn es darum geht, die russische kriegerische Handlung hier zu verurteilen. Gleichzeitig wird eben auch das Präsident Putin bewusst sein, wenn es darum geht, dass diese Staaten dann nicht darunter leiden sollten, dass kein Korn im wahrsten Sinne des Wortes exportiert werden kann. Also das wird ein Wechselspiel sein. Und das andere ist, so wie ich schon beantwortet habe, es gibt jetzt eine Untersuchung, dort wo gefehlt wird, muss auch gehandelt werden, aber wie gesagt, die Prüfung ist abzuwarten. Dankeschön. Letzte Frage, Frau Kollegin. Wie lange hat das Gespräch denn gedauert? Und weil jetzt viel über die Rede war, über die aktive Neutralität, aber auch darüber, dass Österreich die Sanktionen mitträgt, an der Seite der Ukraine steht. Wie Sie sagen, inwiefern sieht Wladimir Putin Österreich überhaupt noch in dieser Vermittlerrolle? Was ist denn anders, als wenn jetzt Scholz oder Macron mit ihm telefoniert? Haben Sie den Eindruck, dass er da anders reagiert? Nein, also das ist so eine die Kraft des faktischen Frage. Ja? Also das, wenn die Bundesrepublik Deutschland als größte Industrienation und Volkswirtschaft der Europäischen Union mit einem anderen Land telefoniert, hat das einmal schon aufgrund dieses Faktums ein anderes Gewicht, als wenn Österreich diese Gespräche führt. Das, was Putin sehr wohl bewusst ist, ist, dass diese Form dieses Statuses etwas ist, was ja aus der Zeit heraus nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges herauskommt und die Russische Föderation ja immer sehr stark darauf gepocht hat, dass diese Neutralität sozusagen nicht verloren geht. Und Österreich ist es gelungen, eben, und in Wahrheit meinen Vorgängern ist es gelungen, beim Beitritt zur Europäischen Union einen Weg zu finden, und das ist durchaus der österreichische Weg, und ich glaube, so kann man ihn auch mit Stolz benennen, der eben diese beiden Welten zulässt, den eines militärisch neutralen Staates mit klar eingegrenzten Punkten, wo Neutralität gegeben sein muss, und gleichzeitig aber auch unser Bekenntnis, dass wir in unserer Verfasstheit in der Frage der Grund- und Menschenrechte, der Werteordnung klar dem Westen orientiert und hier im Besonderen am klaren Ausmaß der Europäischen Union. Das ist ein Teil unserer Bundesverfassung, das ist Verfassungswirklichkeit. Und das wird akzeptiert und wahrgenommen. Und ich finde, man muss eben gerade jetzt diese Besonderheit auch nutzen, durch die vielen Gespräche, vor allem aber auch, und das wird oft ja schon mittlerweile vergessen, weil es schon normal geworden ist für uns Österreicherinnen und Österreicher, dass wir ein UN-Standort sind. Wir sind ein wichtiger Teil, wenn es um die Friedensarchitektur auch geht, auf der Welt. Man muss harte Bretter bohren. Österreich, glaube ich, kann das ganz gut. Und dazu stelle ich mich auch zur Verfügung. Hm? 45 Minuten. Damit ein bisschen länger als diese Pressekonferenz. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Bereitschaft, recht spontan zu kommen. Bis zum nächsten Mal. Ja, Dankeschön. Vielen Dank.